Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodum zu einem neuen Part Pokémon Die Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier am Fahrradladen, fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Was, durch Höhlen kann man auch fahren? Nice. Wir sind hier in Azuria City, einem mysteriösen Dorf mit einer mysteriösen blauen Aura. Ja, eine Stadt. Ja, hier ist eine Arena. Die Azuria City Arena mit Arena-Leiterin Misty. Eine zauberhafte Arena-Leiterin. Wuhu. Und dann hoffe ich, dass wir die bald herausfordern können. Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Okay. Können wir schon rennen jetzt hier? Ja, wir können schon rein. Aber ich würde das noch ein bisschen herauszögern, weil hier gibt es noch ein bisschen was anderes zu sehen in der City. Im Pokémon Center waren wir schon. Der Fahrradladen zum Beispiel, da können wir mal rein. Mal schauen, was dort gibt. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. So, Omi-Rad kaufen. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Na, und was mit dir? Du verkaufst die Sachen hier, oder? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Oha! Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Für, Millionen Pokédollar? Klar möchte ich es haben. Es tut mir leid, Zorro. Du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns doch mal wieder. Na perfekt, da reimen sie es uns unter die Nase. Hier haben wir ein Fahrradladen. Und dann können wir uns die Scheiße gar nicht leisten. So ein Mist aber auch. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Ja, reibt's mir noch mehr unter die Nase, dass ich hier kein Fahrrad kaufen kann. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Welcher Laden? Welcher Busch? Oha. Hier haben wir drei Pokémon und einen Bewohner. Aha, ist eine Pokémon-Pension oder was? Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Okay. Bisasam. Dem geht's schon wieder besser. Sandam. Piki. Was? Sandam sagt Piki? Okay. Und die sagt jetzt Knurps. Mira! Nein, dann wohl eher nicht. So, hier geht's hoch. Was haben wir hier? Oh, wen haben wir dort? Ein Mann, der vor einer Höhle steht. Wie kommen wir zu der Höhle hin? Los, Herr Guard-Trainer, tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, hast du dir bereits Orden verdient. Die Orden sind geheimnisumworben, also dann, über welcher der acht Orden soll ich dir etwas erzählen? Felsorden, Quellorden, Donnerorden, Farborden, Seelenorden, Sumpforden, Vulkanorden und Erdorden haben wir hier. Den Felsorden haben wir schon, da brauchst du mir nichts erzählen, erzähl mir erstmal was über den Quellorden. Pokémon bis Level 30 folgen deinem Befehl.
Pokémon höherer Level gehorchen dir jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen nutzen. Also dann, über welchen der Orden soll ich dir etwas erzählen? Danke, reicht mir. Dann weiß ich zumindest jetzt schon, dass ich Zerschneider dann kann nach diesem Arena-Leiter. So, und was haben wir hier im Hintergarten? Nicht viel. Einen großen Garten hast du da. So. Und du so? Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Sie ist ein Polizist, oder? Die Polizistin, ich sehe da was im Garten von dem Typ. Da ist doch ein Team Rockets Typ, oder? Hallo? Kann man den jemand gefangen nehmen oder sowas in der Art? Kann der da nicht entkommen, oder? Da gibt es doch bestimmt einen Weg drumherum. Und du passt auf das hier auf. Elektroball macht ein Nickerchen. Ach so, das sah wie ein Pokéball aus. Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Okay, hier haben wir den Markt. Aber ich will erstmal herausfinden, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Scheinbar nicht. Nö. Hier könnte ich mit Zerschneider durch, aber dazu bräuchte ich erstmal den Orden. Na denn. Außer der Polizisten sagen, dass sie dort einen Dieb noch im Haus hat, können wir hier nichts tun. Ich kaufe mir mal ein paar Tränke. Pokébälle brauche ich gerade nicht, keinen Bedarf. Dankeschön. So haben wir wieder ein bisschen Tränke. Vielleicht ein bisschen zu viel. Naja, zu viel Tränke gibt's nicht. Aber ich will hier gar keine Beamtenbeleidigung beginnen. Auch nicht im Spiel. Nicht mal hier. Okay, dann können wir nicht längs. Das wäre zu leicht. Hey, warte! Du Champion! Und ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Gut, ich habe einen Pikachu. Auf geht's. Ich gehe mal hier ins Lang. Hätte der mich entdeckt, wenn ich hier lang gehe? Flutscht schwerer? Wahrscheinlich schon. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Schön, schön. Dann wartet sie also. Ein Pokémon. Na, komm, das kriegen wir hin. Pfadfinderin setzt Goldini ein. Wenn es nur das ist. Los, Pikachu. Donnerschock. Das habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Ich hoffe, man hört die Musik im Hintergrund. Ich habe es heute ein bisschen leiser gestellt. Weil die halt wirklich sehr penetrant ist. Bisher. Die alte Retro-Musik. Ich hoffe, man hört sie überhaupt noch. Wenn man sie ganz laut stellt, ist es wirklich nervig manchmal. Ich hoffe, sie hat nicht zu sehr genervt in den letzten Parts. Los, Donnerschock. Du kriegst das hin, Pikachu. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist anfällig gegen deine Elektro-Attacken. Obwohl du in der Physik, wenn man das ganz physikalisch überdenken würde, auch anfällig gegen seine Attacken sein solltest, aber egal. Ihr wisst schon, wenn man Wasser auf ein Elektrogerät schüttet, dann ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, könnte es unter Umständen anfällig sein, das Elektrogerät. Zwergi besiegt Pfadfinderin. Also nichts zu Hause nachmachen, also wirklich, Leute. Wirklich, Kinder. Kein Wasser auf eure Elektrogeräte schütten. Das habe ich euch nicht geraten.
Hey, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Süßer? Oh. Na denn. Ja, meine... Ich kann dir mal verraten, meine Taktik ist das offensive Einsetzen von Elektro-Pokémon, also... Viel Spaß im Kampf. Oha. Scheint aber was zu bringen. Level 18. Oha. Ich habe doch Tränke mit dabei. Sollte ich mal nutzen. Wo ist mein Trank? Hier ist ein Trank. Pikachu. Und der heilt. Aquaknarre. Okay, das ist etwas effektiv. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das bringt etwas. Das ist sinnvoll. So, da haben wir Schmetzbo. Jetzt mal Schlafpuder ein. Sinnvoll. Können wir sinnvoll kämpfen. Sollte ich vielleicht an erste Stelle setzen, das wäre praktisch. So, jetzt kannst du in Ruhe Konfusion einsetzen. Ich weiß nicht, wie viel das hier bringt, aber ich hoffe einiges. Okay, ja gut, kann man benutzen. Stern schläft tief und fest. Los Stern, du. Ich meine, los Schmetbo. Stern, du sollst weiter schlafen. Los, Konfusion. Und Stern, du besiegt. Wie viele Pokémon hat sie noch? Das nächste bitte. Was, zwei hat sie nur? Na dann. Misty setzt Starmie ein. Die Weiterentwicklung. Was für eine Überraschung. Das Deckeln. Oha. Ich sollte zuerst mal ein Schneeborn machen. Das wäre sinnvoller. Schlafpuder. Ich merke gerade schon, meine Attacken sollten hier nicht so viel bringen. Uiuiui. Starmie schläft tief und fest. Das ist schon mal gut. Und guck mal, was Konfusion hier bringt. Nicht viel. Taubsi, kannst du da was ausrichten? Ansonsten müsste ich Pikachu wieder beleben. Und ich glaube, ich habe keine Beleber. Habe ich Beleber? Das Teil schläft doch. Wie kann das Attacken einsetzen? Hochzugieb vielleicht? Uh-oh. Schläft tief und fest. Windstoß? Ist aufgewacht. Uiuiuiui. Sieht so aus, als müsste ich Pikachu wieder beleben. Kleinstein wird hier, glaube ich, nicht sehr viel bringen. Habe ich einen Beleber? Sag mir bitte, dass ich einen Beleber habe. Nein, ich habe keine Beleber. So ein Mist. Gab es wohl noch nicht in diesem Spiel vor dem zweiten Arena-Kampf. Jawohl. Toll, wie machen wir das denn jetzt am blödesten? Er setzt Härtner ein, das ist gut. Hochzughieb. Ja, so kann man es auch schaffen, aber ist das vielleicht die Möglichkeit? Hochzughieb. Ja, jetzt wird es natürlich ineffektiv gegen Starmie. Aquaknarre. Bitte nicht so viel abziehen. Oha, das ist aber sehr, sehr effektiv gegen Taubsi. Oha, ich habe Angst. Zu Recht. Taubsi wurde besiegt. Na toll. Schmetbo kann auch ein bisschen zu Ende kämpfen. Jetzt mal Schlafpuder. In der Hoffnung, dass das... Nein! Tränke benutzen. Kleinstein. Na toll. Was soll denn das hier noch ausrichten können? Was ist denn das für ein Sprite? Mega Hieb. Komm, halt aus. Halt aus. Bist du Stein. Du wirst Wasser wohl aushalten. Oder auch nicht. Ich muss mehr auf Pikachu setzen. Andere Taktik muss her. So, Sterno schon besiegt. Wenn wir jetzt ganz hoch pokern, schaffen wir das. Jetzt der Schlafpuder. Schaffen.
Los, einschläfern. Und jetzt in meiner Theorie, in der Theorie, klappt das jetzt, dass ich Pikachu auswechsle und damit Donnerblitz den fertig machen kann. Er schläft ja, wenn er nicht zu früh aufwacht. Bitte lass ihn weiter schlafen. Donnerschock. Kann ich ein paar Runden lang Donnerschock einsetzen. Das ist effektiv. Donnerschock. Schläft hier von fest. Das ist gut. Donnerschock. Attacke ist sehr effektiv. Donnerschock. Weiterhin. Schläft hier von fest. Das ist spitze. Scheint gut auszugehen für uns. So, im gelben Bereich sind wir schon mal. Dürfte gleich aufwachen. Nein, schläft noch weiter. Donnerschock. Super, weiter. Donnerschock schläft tief und fest. Boah, spitze. Schaffen wir. Das ist die richtige Technik. Jetzt kannst du aufwachen. Oh, macht's immer noch nicht. In Ordnung. Das kriegen wir sowieso hin. So macht man das. Einfach mit dem. Mit einem Pokémon, das Schlafattacken kann. Pummeluff auch gerne. Den einschläfern und dann zack, erstmal Starmie besiegen, dann den einschläfern und mit Pikachu ausholen und reinhauen. Pikachu erreicht Level 15. Gut, dass der auch mal welche kriegt. Doppelteam. Was willst du mit Doppelteam, Pikachu? Nix da. Nein, behältst deine Attacken. Hat nicht erlernt. Zwang besiegt Misty. Hervorragend. Haben wir das auch mal geschafft nach dem dritten Versuch. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Zwang gewinnt 2079 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Arenaleiterin des zweiten Arena-Ordens hervor. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Ja, das kennen wir schon. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. 2GLs TM11. Was auch immer das ist. So, haben wir das geschafft. Einmal sichern. Damit uns das Konsülchen hier nicht ausfällt und wir das alles normal machen müssen. So, und den Items müssten wir jetzt irgendwo Zerschneider haben. Geduld, okay. Das ist es nicht, was ich will. Nehmen wir TM11, TM4. Wirbelwind, okay. TM11 ist Blubstrahl. Das ist gut. Kann aber keiner lernen. Wo kriegen wir Zerschneider? Wo kriegen wir das jetzt her? Irgendwo muss die TM oder die VM doch versteckt sein. Und hat jemand eine Idee, wo ich das Item Zerschneider bekomme? Du so? Eine Ahnung. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon. Das klingt lustig. So lustig ist das gar nicht. Joa, was machen wir nun? Die Leute hier wurden beraubt. Team Rocket steckt dahinter. Polizei, Team Rocket machtlos. Wieso machtlos? Da ist doch, da, guck mal hinter dir. Dreh ich mal um und lauf mal ein bisschen ums Haus. Da ist doch Team Rocket. Vielleicht schreibt es mal jemand in die Kommentare, falls ich es bis zum nächsten Part nicht finden sollte. Hi Zwergi, und du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Zwergi. In einem Pokémon-Kampf. Natürlich, ich komme nicht gerade aus der Arena. Ja, ist klar. Haben wir noch einen Kampf vor uns, aber ich glaube, der sollte machbar sein. So, Taktik Schlafbruder. Hat keine Wirkung. Okay. Das ist schlecht, mein lieber Specht.
Dann setzt halt Konfusion ein. Könnte schon was bringen. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Okay, das ist gut. Das finde ich hervorragend. Habe ich dann wurde besiegt. Recht Level 18. Schmidt versucht Superschall zu erlernen. Soll er kriegen? Er oder sie? Ist hier völlig unklar. Leider. So, welche Attacke soll vergessen werden? Tackle, Schlafbruder, Stachelsbow oder Konfusion? Dann vergiss mal das hier. Stachelsbohre und Superschall erlernt. Naja, was soll's. Bringt uns vielleicht weiter. Dann wird in den Kampf geschickt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich möchte mit Smetbo weiterkämpfen. Konfusion. Okay, ich hätte mal Superschall testen können, aber... Oha, das bringt's. Auf jeden Fall. Superschall. Was, die Attackenstück fehlt? Gibt's gar nicht. Dann Konfusion. So, zwei Pokémon besiegt. Und vielleicht hat er noch zwei. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Mit Smetbo vielleicht nicht mehr ganz, aber... Habe ich ein Item, was noch einsetzen könnte? Ein Trank, einen habe ich noch. Naja, gut. Erstens Smetbo. Die Arena haben wir schon besiegt. Kannst du abhaben. Hyperzahn! Oha! Oha! Dann nochmal Konfusion. Einmal auf Ratzfatz. Oha, das ist gut. Leider ist Smetbo jetzt am Boden. K.O. Aber wir haben ja auch noch andere Pokémon, wie zum Beispiel ein Pikachu. Level 15. Ruckzucki, kannst du mal ausprobieren. Jo. Donnerschock wäre bestimmt besser gewesen, aber was soll's. Ruckzucki. Ratzfatz besiegt. Letztes Pokémon von unserem Rivalen. Ich habe noch ein bisschen mehr. So, Evoli. Och, süß. Ich will auch einen Evoli. Gib mir deins. Ich glaube, es dir. Los, Donnerschock. Das scheint nicht sehr viel zu bringen. Oha, ein Volltreffer. Das ist gut. Versuch's mal mit Ruckzuckhieb. Oh, auch gut. Heuler. Kannst du viel umheulen, wie du willst. Mich kriegst du nicht platt. Kein Mitleid. So, zum Abschluss nochmal Donnerschauke und dann haben wir das. Hoffentlich. Jo. Die Wahlen besiegt. Evoli wurde besiegt. Zwergi besiegt Gary. Das freut mich. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Zwergi gewinnt 595 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Gary, seinen Rivalen, hervor. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seinen seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in seinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon Lara-System für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Gary, weißt du, wo ich Zerschneider finde? Gary. Na gut, dann halt nicht. Muss halt mein Pokémon-Team heilen. Naja, egal. Na, nicht egal. Ich gehe mal wieder zurück zum Pokémon-Center, bevor ich am hohen Gras noch abkratze. B war fürs Sprinten da, aber... Was soll's. Oh, weitere Trainer. Ja, dann würde ich mal sagen, die machen wir am nächsten Part, gehen wir weiter Richtung Bill. Wahrscheinlich wohnt dort oben irgendwo Bill. Kann ich nur vermuten. Machen wir am nächsten Part und dann bis dahin eine angenehm fröstliche Zeit. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part schon dauert. Wenn, dann ist er ein bisschen kürzer, aber was soll's. Der nächste Part wird wieder ein bisschen länger. Ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen lassen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Das ist schon mal kein hohes Gras. Ja, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl und haut rinne.
Man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao.